der Elektriker hat angerufen, die Säge ist wieder fertig. Da war tatsächlich der An-Ausschalter kaputt. Ja, da hat er jetzt irgendwas Neues dran gebastelt. Wir gucken uns das gleich mal an. Ja, dann holen wir erstmal die Säge wieder ab. Wir haben es momentan minus 10 Grad. Arschkalt. Richtig kalter Ostwind. Ja, dann gucken wir mal, ob der Trecker vernünftig anspringt. Ein bisschen glühen. Ich habe den Aushebel ein bisschen rausgezogen, um die Dieselzufuhr ein bisschen anzureichern. Kalt. Ich weiß auch nicht, ob die Glühkerzen vernünftig funktionieren. Normal braucht man nicht glühen. Da war nix. Wollen wir anschieben? Ja! Ich glaube, das wird nichts. Nee, da müssen wir erst wieder Batteriewechsel machen oder überbrücken oder so. So, nun können wir gleich mal das Gerät testen. Das habe ich mal von Lidl gekauft. So ein Ladegerät mit Startfunktion. So. Habe ich jetzt auf Start geklickt. Ich weiß jetzt nicht, was er jetzt genau macht. Auf jeden Fall geht ein Lüfter dran an. Zählt jetzt eine Zeit runter, wo ich jetzt starten soll, in welcher Zeit? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal aus. Tatsächlich meinen Trecker zum Laufen gebracht. Ultimate Speed ULG 12B3 heißt das Teil. Kommt von Lidl. Kostete 40 Euro. Und tatsächlich hat das Ding meinen Trecker zum Laufen gebracht. Das ist nicht schlecht. Fertig. Er hat sich zweimal noch gefehlt. Aber klar, ist auch ein 3-Zylinder, 3 Liter Diesel. Minus 10 Grad. Ich bin begeistert, ne? Toll. So, dann können wir jetzt ja los die Säge holen.
Kollegen das so gemacht. Hier einfach einen Schalter hingebaut. Ende Kabel raus mit dem Stecker. Hat er auch vorher mit mir abgesprochen gehabt. Alles cool, solange es wieder läuft, reicht mir das. Das soll es erstmal wieder gewesen sein für dieses Video. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich nochmal freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.